Jutsu der Schande! Wow, wow, wow! Okay, warte mal kurz, was mache ich hier? Ich war gerade am Feppen. Ich meine, ich war. Was ist los? Ich war gerade am. Du bist wunderschön heute. Ach, danke, du bist auch wunderschön. Was geht, liebe Freunde? Heute spielen wir die Anime-Nicht-Lachen-Challenge mit Baba-Senpai. Falls ich dreimal lachen sollte, dann wird er sich eine Strafe überlegen, die absolut... Guckt ihn euch an. Dieser Mann... Liebe! Schreibt jetzt in die Kommentare, sehen wir beide gleich aus? Es gibt so ein richtig lustiges Bild von uns beiden, wie ich ein kleines Kind war, auf dem Klo war und er sozusagen daneben war, vollkommen normal, seht ihr das? Ich war jetzt einfach im Klo. Das war so awkward, Junge. Hättest du nicht zumindest ein bisschen Kamera zuhalten können? Ich war 6, ich war minderjährig. Schämt ihr euch nicht? Also schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, um herauszufinden, ob ich Schande mir eine Bestrafung bekomme und von Bobo terrorisiert werde. Hoffentlich, hoffentlich lachen. Hoffentlich nicht. Und dann ist er beschwöre ich darauf. Ich will nicht. Ja, ja, richtig. Okay, mein Papa ist sehr konservativ und hasst Anime. Und er hat eine REM-Figur einfach dahingestellt, um zu gucken, was passiert. Dieser Blick, dieser Blick, dieser Blick, dieser Blick. Nein, ich hab nicht gelacht, ich hab nicht gelacht. H-E-H-E. It's not. It's. Okay, der war gut, aber ich werde nicht lachen. GMC. Chevy. Nissan. Oh Gott. Das Einzige, was ich lustig finde, ist, dass du das guckst und halt nicht checkst. Und dass du hier so sitzt und denkst, what the fuck passiert, Junge? Wie ist das jetzt so? Bis wann kannst du halten? So bist du lachst du. Das ist verdammt nochmal gut. Das ist fucking Teufel. Das ist die Hölle gerade gewesen. Und wenn dein Kumpel einmal ohne dich ins Fitnessstudio geht. Warum bist du sauer? Hiro, du hast dich total verändert. Ich erkenne dich nicht mehr, seit du eine Maschine geworden bist. Maschine geworden bist? Okay, der war gut. Nein! Das ist echt! Nein! Es war so dumm! Der Erste! Das fühlt sich an wie bei Death Parade, ich schwöre. Und das ist dieser Barkeeper, der sagt, komm schon, spielst du? Ey, ohne Spaß. No. Das ist halt wirklich so komplett overpowered, komplett. Du sagst, dass du Anime schaust. Das ist deine Sicht. Dieser, was jetzt kommt. Aha. Das heißt... Puff. Was heißt Puff? Was denkst du, was Puff heißt? Das ist Puff! Nein, das ist Puff. Ja, Puff. Puff. Freunde, bitte. Hashtag, das ist Puff. Ich in die Kommentare. Puff. Schämst du das? Ich erkläre es dir. Schämst du? Guck mal, Puff heißt Point of View. Ach so. Das heißt, was jetzt kommt, aha, sind Bilder aus der Sicht von Anime-Fans. Okay. Schießt du? Okay, Baba. Jetzt kämpfe ich. Ich muss kämpfen. Bist du nicht zu alt für Kindersendungen? Kinder? Ich höre das so oft, das ist so krank. Oh. Sind das nicht chinesische Zeichentrickserien? Das ist er, ich schwöre, das ist er. Schau lieber Riverdale. Oh. Okay, bevor es weitergeht und ich die Challenge verliere, ich werde sie nicht verlieren. Ein kurzer Shoutout an unseren heutigen Sponsor, der auch heute hier am Start ist. Und zwar Displayed. Oh. Weg mit langweiligen weißen Wänden und her mit Anime, Liebe und Fantasy. Das alles bietet nur Displayed in einer Qualität, die seinesgleichen sucht. Könnt ihr noch diese Falten und Knicke in Postern? Das war sowas von gestern. Displayed sind edle Metallposter, die sich nicht nur einfacher als Instant-Nudels essen anbringen lassen, sondern könnt ihr die Babys beliebig oft wechseln, wie ihr lustig seid. Magnetstreifen an die Wand, Metallposter ran und Sexiness sein Vater. Alles ist in Europa gemacht und sogar mit Qualitätssiegel. Und wir wollen erst gar nicht anfangen, über die Auswahl zu sprechen. Tausende Designs. Tausende! Sowohl Branded als auch Artistic Designs sind am Start. Und habe ich erwähnt, dass ihr mit dem Link ganz oben in der Beschreibung den hier angezeigten Rabatt erhaltet beim Kauf von Displayed? Nein? Na dann checkt mal in Supersonic-Geschwindigkeit Displayed ab und gestaltet eure eigene Welt, wie sie euch gefällt. Und damit viel Spaß mit Displayed. Boah! Zweite! Das ist so cool! Ehrlich, gefällt mir! Ich wusste sogar, dass das kommt! Ich wusste sogar! Ami, sowieso ich hab gelacht ohne Ende! Das wusste, ist so das komisch! Ich wusste, dass das kommt! What's the name of the anime you're the MC of? MC of. Boku no Bitches! This motherfucker in here watching Jujutsu Kaisen! My apartment complex! Der schaut einfach YouTube. To make friends. Boah, ich finde das so krass. Boah! Wenn ich meinen Nachbar sehen würde, der Anime schaut und die ich mag. Ich sag's mal so, er würde auf jeden Fall umziehen. Direkt aufgeben, wieder. Er würde direkt aufgeben. Wieder umziehen, Junge. Nudeln. Thank you. Bitte, das ist Nudeln sind heiß. Nudeln sind heiß. Have you noticed there's no cows in Jujutsu Kaisen? Moo! Moo! Mumutsu Kaisen. Oh mein Gott.
Lachen! Nein, ist das schön. Null, null, null. Nein, doch! Null, null, null. Boah, der war gut. Der war gut, der war gut. Der war gut, ich kann nicht lachen, nein. Gott sei Dank hat das nicht verstanden. Auge macht ein Sharingan. Sharingan ist natürlich, das ist ein ganz bestimmter Finishing-Move, den es bei One Piece gibt. Endlich geschafft! Kacke, der Kacke! Kacke! Der Einmal ist fett! Nein, Junge, das war so dumm! Er hätte sagen können, was er will, aber hätte warum muss der One Piece in den Mund nehmen? Warum muss der One Piece in den Mund nehmen, Junge? Das war gar nicht lustig, Junge. Ich liebe diese Film, weil Amir kriegen eine richtige Strafe bei mir. Und ich hab geschafft, endlich! Was die Bestrafung bringen müssen wir uns? Schon lange Amir hat gesagt, Papa, deine Fuß stinkt. Und ich habe gesagt, was stinkt? Das überhaupt nicht. Warte mal, wo endet das gerade? Jetzt, ich habe eine richtige Strafe. Muss Amir meine Fuß massieren. Muss richtig beide Fuß massieren. Boah, warte kurz. Das soll eine Bestrafung sein und keine Todesstrafe, okay? Ja, das ist Bestrafung. Das ist mir scheißegal. Das ist Todesstrafe. Das ist das. Ja. Oh, Leute. Richtig. Meine Finger. Hör auf, den Fuß zu bewegen, Junge. Finger. Hör auf, deine Zehen zu bewegen. Ja, das ist meine. Das sind wirklich Finger, wie jetzt bewegen. Das ist meine Strafe. Du musst den Finger mit der Finger. Ah. Ja, richtig. Da ist Mitte. Mitte, aha. So, reicht jetzt. Ekelhaftiger. Sehr ehrlich, wie fandest du das Video? Ich liebe dieses Video, weil Amir dreimal gelacht. Und ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was wir als nächstes schauen sollen. Welche Challenges ich mit ihm machen soll. Habt ihr überhaupt noch weiter Lust, diesen Mann zu sehen? Wahrscheinlich schon, weil ihr wisst, dass er in Massage für seinen anderen Fuß, er hat noch einen Fuß übrigens, kann auch massiert werden. Nächste echte Raffe, ich sage nicht bei Ihnen, liebe Zuschauer, weil das ist auch eine Überraschung. Ab Kindheit, Amir hassen diese Sache, aber weiß das nicht. Vor nächste echte Raffe, ich zeige Ihnen. Weißt du, warum ich so aufgeregt bin gerade einfach? Weil bist du geduscht. Deswegen bin ich so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, Leute, weil ich habe die letzten Jahre einfach an meinem eigenen Manga gearbeitet. Und der spielt nicht nur im Iran, also er spielt nicht in Persien, sondern er kommt sogar bald raus. Also Ende November ist am Start. Ihr könnt ihn sogar auch schon bei Amazon vorbestellen. Aber dazu kommen noch ganz, ganz viele Videos. Link dazu auch in der Beschreibung. Aber wie gesagt, Freunde, Rise of the Reborn, da steckt eine Menge Liebe drin. Ich mache dazu noch einen Monat lang nur Videos, um euch zu zeigen, was da das kommt. Ich freue mich einfach nur drauf, mit euch zusammen da durchzugehen. Und sogar er hat es geliebt. Sogar er hat es geliebt. Aber wie? Ehrlich. Aber auch nur, weil eine Figur so heißt wie er. Von daher ist okay. Deswegen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich freue mich vor allem auf das nächste Video. Wo wir es wieder komplett lächerlich machen werden. In dem Sinne, Freunde. Bis dann. Passt auf euren Jin Jin. Jin Jin. Jin Jin. Und Miesen. Yoi. Bis dann. Räumt ihr ab? Komm, Mama. Räumst. Mama.